Ja, ein herzliches Willkommen, ihr lieben Leute von heute zur nächsten Folge von Biomutant. Ja, ich bin ja in der letzten Folge hier stehen geblieben bei diesen Händler, Leute. Da haben wir so einige Figuren und keine Ahnung was, wie was waren, wie was, wo was, warum. So, wo muss ich jetzt eigentlich hin, Leute? Ich würde einmal sagen, ich muss ja irgendwo darauf, Leute. Na, aber wie komme ich denn da nach oben? Da soll ich ja irgendwie hinkommen, Leute, oder? Ja, da muss ich ja mal schauen. Ja, genau. Hier oben soll da was sein. So, und zwar geht's jetzt weiter in einer neuen Session, Lieben. Eine neue Session. Aber wie komme ich darauf? Das ist nun mal die Frage, ne? Was ist das für eine Krähe oder was war da gerade? Habt ihr das gerade gehört? Justiere die Signalschüssel, um den Kälteanzug zu finden, Leute. Probiere ich einmal, dass ich da nach oben irgendwie marschiere. Ich muss vielleicht, kann ich mich da irgendwie raufpacken oder so? Ah, ah! Schaut mal, na bitte. Super, Leute. Jo, geschafft. Was ist denn das für ein Viech? Macht man nichts. Ja, gut. Dann sind wir bei der Kältesignalschüssel, weil da kriege ich den Kälteanzug. Signalschüssel. Genau das Richtige zum Signalisieren. Zum Signalisieren, natürlich. Sagt, da gibt es sicher Feinde. Natürlich gibt es da Feinde, Leute. Aua! Ah! Komm weg da! Weg mit euch! Ich bin Arzt! Funkenflug! Es hackt gerade richtig. Das war sein Ende. Das war sein Ende. Das war dein Ende. Ha, Leute! So, fertig. Passt. Super. Es hackt. Leute, es hackt die immer wieder, die ganze Zeit, aber im Spiel drin und so, also nicht über OBS Studio oder so. So, da habe ich jetzt was bekommen. Gut, ihr Lieben, da haben wir die Signalschüssel. Damit die Signalschüssel funktioniert, musst du die Pong-Paddel korrekt ausrichten. Ja, da habe ich mich jetzt verdammt, Leute. Diese Rätsel hier. Ah, unglaublich. So zurecht, dass sie zueinander passen. Ja, abgeschlossen. Passt. Super! Na, Gott sei Dank. Jetzt kannst du so viele Schüsseln ansignalisieren, wie du willst. Dreh dieses Paddel, um die Signalschüssel richtig zu wenden. Okay, da tut sich nicht wirklich was. Ich kann's tun. Okay. Ich glaube hier drüben. Da wird's schneller jetzt. Bibidi Pipi. Ja! Du hast eine Signalnachricht entdeckt. Eine nächste Signalnachricht, Leute. Sehr gut. Ihr Lieben, untersuche das Ziel des Signals. Das ist cool.
Bioblob-Behälter soll da irgendwo sein. Ein Bioblob-Behälter. Wo ist denn da der Bioblob-Behälter? Vielleicht hier unten. Natürlich ist er. Nö, da nicht. Gesundheit, Leute! Großes Energiepaket. Der Bioblob-Behälter. Ihr Lieben! So, da irgendwo soll ein Bioblob-Behälter sein. Vielleicht irgendwo im Nirgendwo. Da sehr was, grüße dich! Boah, der ist so richtig stark. Also dieses Nachladen die ganze Zeit. Boah, Wahnsinn. Das ist so richtig extrem, Leute. Diese Maschinerie, diese Maschinen. Hallo? Ist da jemand? Hallo, Wo ist da wer? Na, da ist ja gar nichts, Leute. Da ist ja ironisch, ne? Aber da drüben zeigt er mir was an. Ah, da ist ein Totem, Leute. E-Müll. Hey, was ist das? Bestimme das Schicksal der Kreatur. Kreatur töten, Kreatur streicheln und behalten. Ja, streicheln und behalten, Leute. Aura einigermaßen hell. Aber da ist noch irgendwo so ein Bio-Behälter. Ich will da drauf schießen, Leute. Kabum. Es ist immer so super, wie das da steht. Kabum. Servus, wer bist du? Während der Damalszeit wurde der Schlamm direkt ins eigene Haus gepumpt. Jetzt muss man dafür auf einen Schlammlaster warten. Und der verspätet sich. Aha, okay. Sagt dringend, den Schlamm zu benötigen. Könntest du herausfinden, was mit dem Schlammlaster passiert ist? War der Laster schon mal verspätet? Meint, der Schlammlaster verspätet sich ständig, aber nicht so sehr. Okay. Sagt, der Schlammlaster kommt für gewöhnlich aus dieser Richtung. Suche einfach nach dem Laster und finde heraus, was vorgefallen ist. Okay, mach ich. Ansonsten herrscht hier bald Schlammmangel. Wenn du den Schlamm unbedingt brauchst, werde ich ihn besorgen. Japst vor Begeisterung. Aber japs. Vielleicht ist es auch nur die schlechte Luft. Schlammlaster. Finde den Schlammlaster, Leute. Aber ich brauche trotzdem noch den Bio-Behälter. Da ist er. Na bitte. Ha! Biopunkte, einen. Und alles fertig. Ja, super. Bereich abgeschlossen. Drahtbolzen nehme ich mir mit. So, den Bio-Behälter habe ich. Wo ist der Schlammlaster? Boah, der soll weit weg sein, Leute. Ich gehe aber da trotzdem hin, Leute. Zu dem Schlammlaster, weil wenn ihr den schon braucht, dann werde ich den auf jeden Fall nehmen. Aber, ihr Lieben, meine Larissa, servus, komm her da, Larissa. Keine Zeit zum Grasen, los geht's. Keine Zeit zum Grasen, schneller lauf. Wo ist dieser Schlammlaster? Der steckt in irgendeinem Schlammloch fest wahrscheinlich, Leute.
Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich darüber komme schon wieder mal. Findet die Schlammlaster. Es sind ja zwei, okay. Da haben wir irgendwas, haben wir da drüben. Ja, da ist was zum Anzünden, Leute. Psi-Punkte. Schon 4 Psi-Punkte wieder, Leute. Das finde ich ja grandios. Ich soll den Schlammlaster finden. Der soll da drüben irgendwo sein. Hier ist nämlich auch noch was. Da ist ein Totem, da ist ein Häuschen. Also, es gibt so viel zu entdecken bei dem Spiel. Das ist schon Wahnsinn, ja. Also, mir gefällt das richtig gut. Es gibt so viel zu entdecken. Bevor ich die Schlammlaster suche, werde ich da das Totem noch abbauen. Das ist mir wichtig. Ah, diese Holzreste wären perfekt für deine Pläne geeignet. Sehr gut. So, und dann gehen wir mal darüber, weil da ist auch noch eine kleine Ortschaft. Was ist das da drüben, Leute? Ich glaube, jedes Mal, der kotzt sich an. Das ist die Endhaltestelle. Oh mein Gott. Bestimmt triffst du hier auf Tschuf-Tschuf. Wer ist Tschuf-Tschuf? Oh mein Gott. Alte Weltgeröte auch noch. Okay, dann fangen wir mal da drin. Tschuf-Tschuf. Wer ist das? Leute! Tschuf-Tschuf! Zugbauer. Weiche nicht zurück. Dies ist dein Moment. Du musst dich konzentrieren. Was ist da los? Hallo? Servus! Tschuf-Tschuf wusste, du würdest eines Tages zu ihm kommen. Du musstest bloß dem Stahlweg folgen. Auch wenn die Gleise rosten mögen, führen sie am Ende alle zu ihm. Warum fährst du auf den Gleisen? Ach, wer bist du? Sagt, dass er Tschuf-Tschuf heißt. Ja, weiß ich schon. Und gerne auf den Gleisen fährt. Das ist toll. Sagt, du bist den Gleisen dahin gefolgt, wo du sein musst. Ja. Doch sie besitzen auch Weichen. Die Frage ist, ob du nun auf deinem Gleis bleiben wirst oder versuchst, es zu wechseln. Und du wirst auf den Gleisen bleiben. Du scheinst bereits auf dem richtigen Gleis zu sein. Er hofft bloß, dass du nicht auf ein finsteres Nebengleis gerätst. Wohin du auch fährst, du sollst wissen, dass die Gleise dich nie in die Irre leiten werden. Bleib auf ihnen. Dann bringen sie dich genau dahin, wo du sein sollst. Danke für die Tipps. Ich finde dich ganz gut, mache ich auch. Möchte wissen, ob du es je bereut hast im Leben, keine andere Schiene genommen zu haben. Wenn du zurückgehen könntest, würdest du die Schiene wechseln oder weiter auf der gleichen Schiene fahren? Also ich bin zufrieden mit meiner Schiene. Meine Schiene ist die richtige. Sieht aber. Ihm gefällt deine Selbstsicherheit. Du wirkst wie ein Tuk-Tuk, der nur vorwärts fahren kann. Die Welt scheint das Gleis gewechselt zu haben. Nun fährt sie wieder aufwärts. Okay. Kann dir gar nicht genug danken, dass du auf die Bremse getreten bist und den Rückwärtsgang eingelegt hast. Aber er will nicht abschweifen. Ist erstaunt, so weit draußen jemandem zu begegnen. Doch manchmal bringt der falsche Tuk-Tuk einen an den richtigen Ort. Wie du siehst, hat er nicht geplant, hier anzuhalten. Doch nun freut er sich, dich zu sehen. Er sagt, sein Name ist Tschuf-Tschuf. Das weiß ich doch schon. Seit die Welt begann zu sterben, fährt er auf dem falschen Gleis. Doch er hat seinen Verstand darin geübt, ungeachtet der Situation, positiv zu bleiben. Die Gleise führen nicht überall hin. Ich gehe meinen eigenen Weg. Lässt du die Tuk-Tuks jemals allein? Genau. Sagt, manchmal entgleist das Leben. Aber es ist immer besser, wenn die Gleise gut geschmiert sind. Denkt, wenn du Wiss suchst, solltest du in der Brandungsfabrik nachsehen. Für gewöhnlich hält er sich dort auf. Was kannst du mir noch erzählen? Der Baum ist intakt, doch alle müssen etwas tun, damit das so bleibt. Du musst mir alles erzählen. Komm! Sagt, der Pichu-Stamm habe mehr als alle anderen für seinen Respekt gearbeitet. Okay, leb wohl, danke.
Ist dann überrascht, tschuf, tschuf. Dass du aufbrechen musst. Na, muss ich ja. Es gibt ja keine Gesprächsoption mehr, du Knackwurstsalat. Leute, Soda! Ich werde da mal alles schauen, dass ich da alles mache, Leute. Aber vorher werde ich natürlich mein System speichern. Das heißt, das Spiel abspeichern, Leute. Na, so ist das, ne? So, da haben wir ein Bio-Ding. Ja, passt, super. Bio-Punkte, wieder einen dazu bekommen. Könnte ich schon bald wieder verteilen. Bio-Blob-Behälter, gibt es zwei hier, okay? Ja, ich finde diese ganze Städte eigentlich ganz gut. Ich muss noch mal zur Vorstadt gehen, Leute. Also das ist das, was mich momentan fuchst, dass ich die Vorstadt noch nicht beendet habe. Aber da gehe ich sicher noch mal hin, Leute. Ich darf nicht vergessen, in die Vorstadt zu reisen noch einmal, weil da gibt es noch zwei Aufgaben zu erledigen. So, was haben wir da? Irgendwas? Da. Ein Globus. Na bitte. Du musst das mit den Globus ist cool. Drehen. Das mit den Globussen ist cool. Ah, Leute, das... Ich muss das drehen natürlich auch. Du musst den Globus drehen. Hallo? Passt. Ja! Das mit den Globussen ist einfach. So, alte Weltgeröte habe ich eins. Also ich will die Stadt auch, da ist ja auch einiges zum tun, Leute. Ressourcentotem. Die Folge ist dann eh gleich wieder um. Ich glaube es ja wirklich nicht. Ich glaube, es hakt, Leute. Es hakt immer wieder bei dem Spiel. Das ist mir schon aufgefallen. Bald wird das Licht ausgeschaltet. Was? Bald wird das Licht ausgeschaltet? Warum wird bald das Licht ausgeschaltet? Hier haben wir eine Telefonzelle, Leute. Das ist eine Schnatterzelle von damals. Schnatterzelle! Als man Worte noch per Funkenkabel transportierte und nicht über Luftwellen. Ja, interagiere ich gleich. Oh mein Gott. Du den Griff des Kontrollkastens drehen, damit das Kabel summt. Abgeschlossen, mit dem letzten. Ha, super! Alte Weltgeröte fertig. Ja, cool. Einsatzbereit. Das sieht super. Super aus. Gewelltes Polster. Heißt das nicht Gewellter Polster? Okay. Gewelltes Polster, Schulter. Das kann ich aber doch verschrotten, Leute, weil das ist viel Kleine schlechter. Dinge für deine großen Ideen. Das ist auch bist schlecht. Du nur ohne das zurechtgekommen. Alles verschrotten, was geht, Leute. Tarnhose. Verschrotte ich alles. Strohoberteil. Leute, was ist denn, warum ist das so gut? So viel? Schnatterzellen gelöst, 2 von 5. So, die Geräte habe ich. Die Geräte, Leute. Da haben wir einen Sumpf. Ich marschiere mal darüber, weil da drüben ist nämlich ein Totem. Aber wie komme ich darüber? Da ist doch alles mit Schlamm bedeckt. Da ist alles mit Schlamm bedeckt, Leute. Wie komme ich denn darüber? Das? Nö, voll nicht. Nö. Also die Dämmerung muss bald kommen, so dunkel wie es gerade ist. Vielleicht kann ich darüber hupfen schnell. Nö, das zahlt sich jetzt nicht aus, dass ich das Totem hier krieg. Oh ja, da haben wir aber Totem angeschrieben, Ressourcentotem. Nö, Leute, raus hier. Das geht sich voll nicht aus, Leute. Ich speichere mal. Schnell. Nö, das geht sich nicht aus. Wie komme ich darüber?
Ich lade das Spiel, Leute. Weil ich bin gleich da, nämlich. Weil das letzte Mal hat es irgendwo anders gespeichert, was ich weiß. So, es lädt jetzt, Leute, und es braucht 2 Stunden. Bis gleich. Also bis morgen. Nö. So, mal schauen hier. Was war das? Ja, wie komme ich darüber? Ja! Wie komme ich darüber, Leute? Das ist die Frage. Auf den kürzesten Weg, aber wie komme ich an diesen Ding darüber? Da ist was. Vielleicht komme ich darüber. Okay, da kann ich runterrutschen. Schau da mal. Das heißt, ich werde mich da auf jeden Fall raufbegeben. Schau da mal, da und da ist auch was. Lausche den Kreaturen der Nacht. Den Kreaturen der Nacht lauschen? Was? Warum? So, da kann ich oben. Genau. Leute! Ah, ich muss da rauf irgendwie. Nicht fallen. Jawohl. Haha, super. Super, wie komme ich dann wieder zurück? Oh, lustig. Hä? Wer ist da? Oh mein Gott, Leute! Da ist ein Gegner! So, ihr Lieben, aber die Folge ist gleich vorbei. Ich mach den einen Kerl da noch und dann ist die Folge eh schon vorbei. Boah, der ist stark, Leute. Aua! Welch Erleichterung. Das gibt eine Narbe. Haha! Der ist gleich tot, Leute. Aua! Leute! Ah, der schießt mich da voll in die... 1,21... Passt. Tja, geschafft, Leute. Super. Gut, ihr Lieben. Der Gegner ist vorbei. Besiegt. Aus Ende. Boss. Ich sage danke fürs Zuschauen. Sei in der nächsten Folge wieder dabei. In, ich glaube, 6 Tagen dann. Macht's das gut. Bis dahin, Game Over und ciao.